Oi, da was geht ab, Leute, die Bubble Tier. Wir chillen hier in unserem Hostel nach dem ersten Tag der EM. EM ging richtig lange, also bis 1 Uhr in die Nacht oder 12 ging die letzte Runde immer noch. Und wir wollten euch mal über eine coole Aktion berichten, reviewen, was Konami da präsentiert hat, nicht geopfert, wie nennt man das? Oh, schön. Was meinst du? Mit der schon zur Verfügung gestellt Ja, hat genau. Was die halt, ja, genau. für uns, für die Spieler. Ja. Sag mal, was du da hast, Tati. Also ich habe hier so zwei geile Tokens. Zwei geile Tokens haben wir gemacht, ja. Einmal mit 4 Leuten, also sprich unser Team. Und hier noch mit Nico noch dazu, weil er beim ersten Foto nicht konnte, der musste halt im Time spielen. Er muss er war, Ja. er war immer Time. Genau, er war immer Timesman. Und haben halt dann noch ein Foto gemacht hier mit ihm. Also echt cool, ja. Richtig saftig. Es fehlt eigentlich nur Steve. Ja, Mann, der würde echt noch fehlen, Mann. Ansonsten alle drauf eigentlich. Echt cool. Ich muss echt sagen, cooles Design. Also ganz normal Yu-Gi-Oh-Karte mit ein bisschen Hintergrund. Gar nicht mal so schlecht. Sag mal die Rückseite. Ja, das ganz normale Yu-Gi-Oh! Design. Ja. Das Einzige, wo man hier echt Manko sagen kann, sind hier Ränder, weil die halt geschnitten werden vor Ort, also mit so einem Cutter. Aber ansonsten echt wirklich die Bilder. Kann man auch vielleicht auch gut sehen, jetzt ziemlich gut aufgelöst. Ja. Ja, und es ging auch alles schnell Ja. fotografiert, ausgedruckt, Ja, Mann. draufgeklebt. Das war echt krass. Das habe ich bis jetzt auch nur auf den EMs gesehen bis jetzt. Auf keiner YCS, auf keiner DM, bis jetzt nur auf der EM. Bei der WM wissen wir es leider nicht, weil waren wir noch nie auf Bayern. Auf jeden Fall echt coole Aktion von Konami. Ja, macht Fun. Die kosten auch nichts. Ja. Ist echt umsonst. Da kannst du so viele ausdrucken. Also nicht übertreiben, aber wir haben Ja, zum Beispiel genau. 5 Stück ausdrucken lassen, gar kein Problem. Ja, für jeden Und halt ein. genau für jeden eins, war echt cool von denen. Und auch Ja. Top-Qualität, Und wie ja. gesagt, also wir waren auch öfters in der Schlange, also. Ja. Und also es gibt mehrere Motive. Das war jetzt das Einzige, wo halt mehrere Leute drauf Genau. durften. Dann gibt es halt noch welche mit Anime-Motiven, falls du keine Freunde hast, dann kannst du mit Yuya und Yugi und so posten. Ja, Mann, echt krass, Mann. Da kannst du so mit denen so umarmt vielleicht ein geiles Posing machen oder irgendwas, ja. Also auch für die Kinder, für die Jüngeren unter uns echt ein cooles Ding. Eine Erinnerung auch an die EM, wenn man dabei ist. Also sowas hält echt länger. Finde ich echt cool, so eine Aktion. Richtig geil. Finde ich auch echt super token. Ja, Mann. Kann man sich echt nicht beklagen. Also Konami, kriegen die ein bisschen ihren Senf ab und zu, aber Da haben auf sie jeden was Fall. Gutes gemacht, ja. Auf jeden Fall. Ab und zu ein paar Sachen von Konami sind ein bisschen, naja, nicht so toll. Fragwürdig. Genau. DN Death Row zurzeit und Ja, sowas. also viele Sachen sind echt fragwürdig zurzeit, aber mit ein paar Kleinigkeiten tun sie unsere Herzen immer ein bisschen erwärmen und das ist echt cool. Ja. Auf jeden Fall. Deswegen auch immer coole Aktionen, weswegen es sich lohnt, auf EMs zu fahren, Side-Events und sowas, auch wenn man mal nicht die Quali hat und sowas. Schaut's vorbei, macht euch solche Tokens und leidet nicht. Ja, Mann. Tag 2 beginnt. Nur Chong spielt noch. Bist du bereit, Chong? Nein, ich bin voll fertig. Aber egal, ich schaff's. Du schaffst es, Top Digga. Top 64, ne? 64, Minerva, Mann. Erstmal Top 64 oder Top Plus. 4. Plus, Digga. Da machst du nur Plus, Alter. Bei Chong ist immer so, Mann. Immer zwei Lost, Tag 2 Verkaufst und mir dann den, kassiert er den. verkaufst mir dann den iPad, Digga. iPad? Wenn du den gewinnst. Nein, Echt jetzt? Okay, Mann. Echt schade. Eigentlich will ich nur den iPad. Xabus, Mann. Wie viel Das ist Runden echt so. Wir fahren dann 3 WM, oder Mann. 4? Hm? Noch, noch. WM-Trip. Ja, Wir filmen alles, einfach Mann. WM und dann Zeig drehe ich ihm, Mann. Videos. Ja, Mann. Wenn er alles gewinnt, echt krass, Mann. Ich brauch denn nur Du einen kannst Draw, höchstens Mann. einen drawen, Mann. Auch du kommst du nach Top 64. Ja, ein Draw, zwei, zwei. Oh, schwierig. Knapp, oder? Knapp. Dachte, Platz 65 dann. Da weiß man nicht. Okay, ist eins schon mal Und gut. dann nur noch wie Nico Aggression, oder? Jetzt nie verfahren. Was ist los, Nico? Wieso bist du so aggressiv? Nein, unverarbeitetes Trauma, Mann. Mein ganzer Kopf ist voller Fussel, Mann. Echt Ja. jetzt so. Nur die Glatze. Ja, Mann. Nur die Glatze. Komm mal her, Mann. Was ist das für, Mann? 20. Danke. Schon mal da, Mann. Was hast du gemacht? Ich weiß nicht, Mann. Ich muss mich beeilen wegen euch, ey. Voll jetzt. Ich schieb's nicht mal auf andere, Mann. Danke, Mann. Ich schieb's nicht mal auf andere. Du hast eigentlich gechillt. Danke, ciao. Danke. Du wolltest eigentlich um halb B aufstehen, Mann, aber es wurde nichts aus meinem Plan.
Nico, du brauchst für deine Freundin. Riesenschlange. Ist noch nicht mal offen. Chong hat uns hergelotst. Ja, man hat es wieder hergelotst, oder? Ich hoffe, die Halle macht gleich auf. Er hat so Druck gemacht, heute Jungs. Halb, wir müssen halb da sein. Ja, man, ich muss so halb wechseln. Egal ist. Halb, halb, nur halb, Mann. Und jetzt kommen wir so an, es ist noch nicht mal offen. Ich glaube, Nico würde ernst aggressiv werden jetzt, oder? Ja, Mann, Nico wäre ernst aggressiv. Also, oh mein Gott, umsonst aufgestanden. Ich wurde schon gewarnt. Hast du Deckcheck gehabt, Mann? Ja. Für was? Ja. Für was? Welche? Welche? Markiert, oder? Ja, nee, die waren schon vorne. Die waren minimal, Alter. Okay, ganz ehrlich, wenn du die rausgetan hast, echt schlimm, Mann. Die zwei schlimmsten eigentlich, oder? Oh mein Gott. Das waren die zwei Verdächtigen. Alles klar. Alles klar. Also dann, ich wundere mich da nicht, warum er dann immer die Weiß auf der Hand hat. Schau mal nach, du siehst ja gar nichts eigentlich. Laber nicht, Alter. Okay. 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 Die habe ich schon mal raus. Okay. Die ist auch schlecht hier. Hier ist aber auch noch eine. Ich glaube, ich gehe erstmal kacken. Ein paar Videos drehen. Tag 2. Ich habe gerade gegen Fire King Cosmo verloren im Overtime. Schade, schade, schade. Nur ein Gamer. Es ging eigentlich nur um 500 Lebenspunkte. Er hat noch 500 Lebenspunkte gehabt, ich hatte nur noch 400. Echt jetzt? Und ja, er hat noch ein F-Zero rausgebracht im letzten Moment. Ich dachte, er wäre vielleicht nicht so schlau und hätte F-Zero im Death gelassen. Ich hätte angegriffen, ich hätte Call, aber er hat den Angriff getan und hat angegriffen und deswegen war es dann vorbei für mich. Aber ich spiele jetzt noch trotzdem weiter wegen der Platzierung und schauen wir mal, vielleicht kriege ich irgendwie noch Preise noch. Vielleicht komme ich unter den 128 Leuten Spielern. Schade, schade. Ja. Was geht ab? Hä? Wo warst du, Borgisch? Also ich war erstmal saftig ausschlafen. Zähne putzen, Haare kämmen, dies, das, fresh machen. Dann mache ich Burger King, McDonalds, Salat essen. Dann habe ich noch diese kleinen Events hier gespielt, Sachen gedreht, Geschenke umsonst. Einfach alles chillig. Was geht ab, Chong? Chong ist gerade untröstlich. Chong, Mann, komm. Er hat letzte Runde verloren, Mann. Gib mal Update. Was? So, Update, Runden-Update. Letzte Runde, was passiert? So. Ja, ich habe verloren, weil ich gedacht habe, ich spiele nicht gegen King Cosmo. Jetzt habe ich die letzten, also Tag 2 gegen 2 Cosmo gespielt und einfach verloren, weil ich nicht im Side-Tack dagegen. Und der Gegner hatte halt natürlich Side mit System Down und sowas. Und deswegen habe ich natürlich verloren. Konnte nichts machen. Passiert. Egal. Können wir dich jetzt trösten, John? Nee, wir haben saftige Videos gedreht, das reicht schon, ja, ne? Egal, hat Spaß gemacht, eher war echt geiles Erlebnis, Deck hat lief gut. Es ist noch nicht vorbei, wir können noch viele Sachen erleben. Stimmt's, Bargisch? Ja, das stimmt. Das heißt ja nicht umsonst, Berlin Tag und Nacht, wir sind jetzt Tag 3. TBT, Tag und Nacht, Mann. Tag 3. Mein Bus geht erst um 23 Uhr, ich habe noch viel Zeit. Ich komme um 8 Uhr in der Früh in München an. Und dann? Und ab in die Schule? Ja. Ich habe ein Volleyballturnier, Schulvolleyballturnier um 9 Uhr. Oh mein Gott. Ich muss direkt zum Volleyballturnier. Nee. Nico meinte kein Platz, es wird echt eng und ich habe schon Bus getragen. Das wird echt eng für 6 Stunden, Mann. Das geht echt nicht, Mann. Ich habe schon Bus getragen. Ich muss mit der Begleitung zurückfahren. Ich habe das Videomaterial von der Begleitung, ich weiß nicht, aber ob ich es angeben soll. Oh mein Gott, gib einfach Foto, Mann, endlich. Das sind echt lustige, auch lustige Audios dabei. Echt oh mein lustig. Gott. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal, oh mein Gott, er will die Fans zappeln lassen. Ja. Schreibt es unten in die Kommentare, falls ihr Bargisch geheimen Secret Extreme Vlog sehen wollt. Das ist echt so.
Also will nicht vor die Kamera, das ist das Problem. So, ich melde dich und so. Wer ist denn das überhaupt? Ja, so eine. Aber kennst du die? Ja, ja. Ah, okay. Wieso hast du die dann gefilmt? Alter, so Mädchen ein bisschen ärgern, geh, kennst du die? Okay. So aus der Brust. Er soll hier Gesicht zensieren. Das ist die Frage, ich weiß nicht. So schwarzer Balken oder so, dieser. Sie tut auf schüchtern, Fussel. Ihr kennt doch, wie die Mädchen drauf sind. Tut auf schüchtern, aber den taugt es end. Ein bisschen lachen und so. So Fame taugt den immer. Schauen wir mal. Schauen wir mal. EM vorbei, wir fahren nach Hause. Euer Eindruck? Ganz cool, aber wie immer halt verkackt, oder? Okay. Wieso, was war die Frage, Mann? Ja. Wie Eindruck war, Mann? Eindruck von der EM, Mann. Ja, Mann. War eigentlich echt gut alles, aber... Wir waren zu schlecht rum. Mir hat dieser Biss, dieser Ehrgeiz gefehlt, was zu erreichen. Ja, Mann. Wieso, du warst irgendwie voll egal. Du bist extra früher gefahren, Mann. Ja, ja. So ernster Biss. Ich war schon glücklich, dass ich eine Unterkunft hatte, deswegen war mir das scheißegal. Oh mein Gott. Hauptsache, du hast am Donnerstag eigentlich gepennt. Oh mein Gott, die Nacht. Ich habe Videomaterial, aber ich werde es nicht weiter rausgeben, glaube ich. Nicht veröffentlichen. Wieso gar nicht veröffentlichen? Wo hast du gepennt? Ich habe mir mein Vlog-Videomaterial zu verrückt. Wunderwitz, ich habe endlich Videomaterial. Ich bin hier, Donnerstagnacht da, ich gehe einfach so durch die Baustelle, ich check's nicht. Es war überall dunkel, ich konnte nicht sehen. Oh, der Tee nicht so viel, wir werden es anschauen, oder? Oh mein Gott. Nee, ich werde es glaube ich nicht sehen. Was? Also, das Mädchen dabei, ich will nicht. Das Mädchen? Ja, das haben wir schon noch wieder, nicht nochmal. Wieso? Diese Geschichte mit dem Mädchen. Okay. Dein Eindruck? Eindruck? Titel. Cooles Event. Zu schlecht vorbereitet, nächstes Mal müssen wir uns gut besser Wieso stehen wir wieder mal? Was? Wieso stehen wir wieder mal? Geh mal weiter auf. Ja, eine schlechte Angewohnheit. Irgendwie bleiben wir immer stehen. Nico, wieso spielst du Pendel eine Woche vor Beginn? Ich weiß es auch nicht, Mann. Wieso nicht? Ja, du musst krass unter Kontrolle haben, Feinheiten kennen. Das lernt man nicht mit einer Woche, auch nicht mit einem Monat. Ich dachte, ich mein Monat. Ich check's nicht. Monat ist Meter. Er spielt monatelang und dann hört er auf. Keine Ahnung, kannst du immer mit Rücken, Mann. Das langweilig endet, Mann. Ja, du brickst ein Game, die anderen beiden zerstören. Ja, Mann. Wenn man das Pendel richtig spielt, Mann, sieht man immer konstant. Aber alles in allem eigentlich wieder ein cooles Event, coole Location, diesmal auch groß. Coole Leute auch wieder getroffen. Macht echt Spaß, auf so einem Event immer die Leute zu treffen, mit denen ein bisschen abzuhängen, auch mit den Jungs und so. Und Location kann man echt Konami loben, diesmal war Location einfach krass. Ja. Diese Verhandlung, Verbindung mit Estrel Hotel war echt krass. Diesmal auch echt geiles Essen, also mehr Auswahl, sage ich jetzt mal. Alter. Ja. Es war schon gesünder als woanders, seien wir ehrlich. Ja, ja. Aber okay, Preis-Leistung ist halt immer so eine Sache, ein Hotel kann auch immer ein bisschen teurer sein. Aber von der Leistung her echt cool. Aber wie gesagt, wie immer halt nicht Location, gut vorbereitet für ein Turnier. Alles super. Muss man irgendwann mal einen Weg finden, dieses Problem bei uns zu lösen. Schau mal. Scheiße. Was geht ab, Leute? Die Bubble Tier, direkt aus der Toilette. Alle drei. Was geht ab, Mann? Ich hab für 60 Deckels gegeben. Alter, Bruder, das ist scheiße. Wir müssen uns jetzt leider von Bagisch trennen. War eine coole Zeit. Ja, aber Landsprobe kannst du verdeckt legen. Pass auf dich auf, Bagisch. Danke, Mann. Wir sehen uns. Danke, Bruder, Mann. Morgen. Ciao. Wir sehen uns, Jungs. Gute Fahrt, Mann. Ja, ich bin noch bis 23 Uhr hier. Ich muss halt erst um 23 Uhr los. Ich bin noch auf dem Event. Aber wann kommt das noch nicht an? In der Früh um 8 Uhr bin ich in München. Um 9 Uhr habe ich ein Schulvolleyballturnier. Ich bin sogar um 7 Uhr bei dir in der Straße dann. Ja, Mann. EM ist vorbei, Leute. Wir fahren nach Hause. Ab wieder zurück nach München. Back to the roots. Ich hoffe, wir können durchfahren, ohne dass ich kacken muss. Ja, Mann. Wir haben echt zu krass gegessen jetzt am Wochenende, Mann. Ja, echt zu heftig, Leute. Magen-Darm ist vorbei bei mir. Ja, vielleicht fängt neu an. Ja, vielleicht habe ich den Virus weitergegeben. Vielleicht. Bis zum nächsten Event. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Like das Video, wenn es geil war. Für jeden Kommentar sind wir dankbar. Und wenn ihr es wollt, könnt ihr es auch teilen.
Das wäre echt super von euch. Checkt unsere anderen Sponsoren ab. Jeder hat seine speziellen Bereiche. Zum Beispiel einer hat Kartenbereiche und der andere hat einen anderen Bereich. Schaut täglich auf unsere Facebook-Seite. Dort findet ihr täglich neue News. Zum Beispiel vielleicht von Terminen von neuen Turnieren oder von neuen Projekten, die wir anstarten. Ansonsten bis dann. Vergiss nicht immer, Yu-Gi-Oh! Serious Business.